Sarah ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. In deren oberen Atmosphärenschichten finden sich ungewöhnlich hohe Konzentrationen an Stickstoff, die lila Farben aufleuchten, wenn sie von den Solarwinden ionisiert werden. Weil Hunsalra ein beliebter Ort für die Entladung von Schiffsantrieben ist, ist der Planetenorbit voller Trümmer und Schrott, der von den jeweiligen Schiffscrews hier entsorgt wurde. Schade, das ist nämlich schön. Patamalros, okay. Die Atmosphäre von Patamalros ähnelt hinsichtlich der Druck- und Temperaturverhältnisse jener der Venus. Aber anders als bei der Venus enthält die Atmosphäre von Patamalros bedeutende Mengen an Sauerstoff in sowohl freier als auch Schwefeldioxide gebundener Form. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Magnesium mit Vorkommen an Kohlenstoff. Es ist durchaus möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass sich auf Patamalros eine einfache Lebensform entwickeln könnte. Mit Hilfe von Computermodellen wurde errechnet, dass die starken Solarwinde der Tereshkova-Sterne die Atmosphäre von Patamalros in ein paar Millionen Jahren davonfegen werden und so die Temperatur auf der Planetenoberfläche auf minus 70 Grad Celsius sinken könnte. Erkunden. Schwermetallvorkommen entdeckt. Bei Scans dieses Planeten haben sie ein kleines Vorkommen von Iridium entdeckt. So. Geuse ist eine terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Chlor und Krypton. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Silikaten mit Vorkommen an Kohlenstoff. Geuse hat für seine Größe eine geringe Masse und ist bezüglich der Schwerkraftverhältnisse an den Stern Tereshkova A gebunden. Die Temperaturdifferenz zwischen der Sonnenseite und dem Hitzepol und der Schattenseite, dem Kältepol, sorgt für konstante heftige Stürme auf dem Planeten. Mein Gott, ich bin zu doof zum Lesen. Schwermetallvorkommen entdeckt. Bei Scans dieses Planeten haben sie ein größeres Vorkommen an Quecksilber entdeckt. Wunderbar. Dann jetzt Antibar. Antibar ist eine kalte terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Methan und Argon. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Eisen mit Vorkommen an Magnesium. Diese Welt gilt als aussichtsreiche Plattform für ein langfristiges Terraforming. Wenn die Atmosphäre auf das Niveau der Erde verdichtet werden könnte, würde die mittlere Temperatur des Planeten um 10 Grad Celsius ansteigen. Durch die Kombination aus kalten Temperaturen und mächtigen Oberflächenwinden und schlechten Sichtverhältnissen ist es gefährlich, Antibar zu Fuß zu erkunden. Okay, wir gehen aber trotzdem mal hin. Ich gehe mal erstmal hier hin. Yeah.
Na, geh doch kaputt. Bin ich fertig? Ich wollte auch mal. Das ist einfach nervig. Ich muss da mal schießen. Oder geht das jetzt gar nicht mehr? Das müssen wir raus. Hat die wahrscheinlich auseinandergenommen. Wrack untersuchen. Entdeckung. Das Fahrzeug und die Leichen der Menschen tragen deutliche Zeichen von Geth-Waffenfeuer. Die Geth wurden von dem Dreschlund in die Mangel genommen. Sie haben es wohl auch nicht besser verdient. Okay. Oder sie haben es wohl auch nicht besser verdient. Ja gut, ich meine. Ne? Proteanische Ruine. Okay. Artefakt bergen. Proteanische Datendisk gefunden. Bei der Durchsuchung der Ruinen haben sie eine proteanische Datendisk gefunden. Sie muss von einem der vielen Opfer des Dreschlundes eingelassen worden sein. Ja, okay. Danke. Ich nochmal direkt darauf zu, aber hier ist ja eh sowieso schon Ecke. Geben Sie mir Deckung. Uff, ich hänge. Ah, warte. Ich glaube, wir haben sie, Commander. Wen denn? Kein Kontakt. Schauen wir mal. So, Schwermetallvorkommen entdeckt. Sie haben ein großes Quecksilbervorkommen entdeckt. Alles klar. Dann geht's weiter. Ja, da. Oh.
Okay, what the fuck? Ich frag mich nicht mehr, was ich mache. Unterwegs zur Position. Ah, ja. Hier ist es eben genug, ja. Lithiumvorkommen. Ah, fuck mal da. Ah, oh, fuck. Leichtmetallvorkommen entdeckt. Sie haben ein Lithiumvorkommen entdeckt. Super. Und weiter geht's. Es ist schade, dass es wieder gut ist. Ich hab mir da ein bisschen mehr Action gewünscht, sag ich mal. Vielleicht ist das auch zu viel verlangt, also ich finde die Story ist mega, aber ich finde dieses Ressourcen abklappern. Ach, das sammeln, die sammeln, keine Ahnung. Fleißarbeit, ne? Ich meine, machen wir, ich bin ja nicht so, ne? Wenn es irgendwie geht, dann machen wir das. Aber, ja, keine Ahnung. Aber jetzt zum Beispiel die ganzen Quests, die wir bis jetzt hatten, also irgendwie buggy oder so, manche Leute sind einfach nicht zu finden, weiß ich nicht, finde ich doof, das hat mir jetzt ein bisschen so den Spielspaß genommen, zwischendurch. Aber es ist ja nicht die Hauptstory, ne? Solange die Hauptstory in Ordnung ist, ist alles gut. Wenn mir das jetzt keinen großen Abbruch tut, dann will ich da nicht meckern. Ja. So, wie weit ist das? Blockiert. Okay. What the fuck? Jetzt die Sonne. So, alles nehmen. War's das schon? Das war's. Gehen wir jetzt da. Ich weiß nicht, wo wir jetzt schon waren und wo nicht. Oder ist jetzt wirklich irgendwie so ein Gate auf dem Posten? Die krassesten Moves mit dem Ding. Einfach nur mit dir. Wow.
Aha. Geben Sie mir Deckung. Magnesiumvorkommen. Leichtmetallvorkommen. Sie haben ein kleines Magnesiumvorkommen entdeckt. Alles klar. Wir haben jetzt irgendwie fast alles. Waren wir da das Ganze in der Ecke drin? Wie bin ich hier? Versuche ich mal hier quer reinzufahren. Ist die Quest auch buggy? Was soll ich euch sagen? Ich habe das Gefühl, die Quest ist buggy, ehrlich. Er ist ja jetzt bescheiden, ne? Was können wir denn noch machen? Vielleicht müssen wir erstmal die anderen Sachen machen, ja. Piraten hat nicht geklappt, das mit Major Kyle hat nicht geklappt. Die Gase haben wir schon alle gefunden. Ja, Leute, dann machen wir jetzt eine Hauptmission oder was? Liara Zoni finden Artemis-Tau-Cluster. Das regt mich schon wieder auf, ne? Ich habe schon wieder nicht ordentlich gelesen. Moment. Erkunden Sie die unerforschten Welten. Achso, das ist unklar. Alles klar. Also habe ich nicht unvernünftig gelesen, sondern einfach mir nicht gemerkt, dass da. Es ist einfach egal. So. So gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Ich weiß nicht, ob wir das schon waren. Mir so bekannt vor. Waren wir das schon mal? Jetzt so ein bisschen so an. Pageluse ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mit großem Vorkommen an Kohlenwasserstoffen in der Atmosphäre. Dann haben wir Patavik. Patavik ist der zweite riesige terrestrische Planet des Mazedon-Systems und der weitaus interessantere. Ja, das haben wir. Das haben wir schon gelesen. Wir waren hier schon. Ja, das haben wir schon gemacht. Hier waren wir schon drauf tatsächlich. Dann Athens oder Athens oder so. Mal schauen.
Der weit entfernt, Pharos. Der weit entfernt gelegene Planet Pharos wurde bis jetzt lediglich mittels einer unbemannten Raumsonde erkundet. Die dünne Atmosphäre besteht aus Stickstoff und Argon. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Zinn mit Vorkommen an Kohlenstoff. Die tiefen Krater sind zum Teil mit Eis gefüllt, sodass man davon ausgehen kann, dass sich unterhalb der gefrorenen Oberfläche große Volumen von Wasser befinden. Dank des großen, eisreichen Kraters auf der südlichen Hemisphäre ist der Planet vom inneren System aus zu sehen. Dadurch erhielt der Planet auch seinen Namen. Turianische Insignien gefunden. Beim Scannen des Planeten Pharos haben sie eine verlassene Basis auf dem Mond des Planeten entdeckt. Das Aufklärungsteam fand keine wertvollen Objekte, aber viele der Trümmer waren mit den Insignien der Magna-Kolonie gekennzeichnet. Okay. Nausicaa. Die Natriumanteile in der Atmosphäre von Nausicaa verleihen dem Planeten seine typische dunkelgraue Farbe. Ansonsten ist der Planet ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Für die weißen Wolken zeichnet ein sehr hoher Wasserdampfanteil in den oberen Atmosphärenschichten. Für die weißen Wolken zeichnet ein hoher Wasserdampfanteil verantwortlich. Alles klar, Bruder. 5 Euro für einen Texter. So, Salamis. Die geologischen Charakteristika von Salamis wurden zwar schon per Scan erfasst, aber darüber hinaus ist nicht sehr viel über diese Welt bekannt. Aufgrund der dichten Kohlenstoffdioxidatmosphäre und der Nähe zum heißen Stern Athens kann es vorkommen, dass die Äquatorialgebiete während des Tages so heiß werden, dass die Oberfläche schmilzt. Die Oberflächenschicht besteht aus Eisen mit Vorkommen an Platinmetall. Sirke. Sirke ist ein mittelgroßer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mit Vorkommen an Schwefel und Chlor. Dies verleiht ihm seine spektakulär gelb-grüne Färbung. Im Zuge des Ausbaus der Proteus-Kolonie wird Circe wohl für den Ausbau von Helium-3 genutzt werden. Gasvorkommen entdeckt. Durch das Kennen des Gasgiganten haben sie ein großes Vorkommen von Helium-3 entdeckt. Ja, war irgendwie schon jetzt Lack auf Land, ne? Proteus. Wie die Heimatwelt der Hanna ist auch Proteus zu 90% von Wasser bedeckt. Die unglaubliche Hitze von Athens sorgt für eine Luftfeuchtigkeit von 100% und erzeugt eine konstante dichte Wolkendecke. Zudem werden hierdurch die Taifunstürme verursacht, die ganzjährlich über den Planeten fegen. Der feucht, heiße und sturmgeplagte Planet Proteus hat eine seltene Atmosphäre aus Sauerstoff, Stickstoff und eine kohlenstoffbasierte Biosphäre, wodurch er für die Besiedlung als geeignet gilt. Im Zuge eines Pilotprogramms wird die Möglichkeit der Gründung von Unterwasserkolonien untersucht. Auf diese Weise wären die Kolonien am besten vor den extremen Wettern geschützt. Okay.